Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Huch, da fällt das Headset runter. Moment, ich muss einmal neu justieren. Und ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Autschi Bombautschi. So. Genau, wir sind ja momentan am Rumeiern. Haben 4 Fertigkeitspunkte. Die sammeln wir natürlich, die verteilen wir natürlich jetzt mal. What that? Machen wir mal hier so. Anteilschaden kann nie schaden. Schwerer Schaden kann auch nie schaden. Jetzt hier. Fernkampf. Auch nie schaden. Neues Sternbild. Kritischer Nahkampf. Also auch immer ohne schwerer Schaden. Aber wir machen mal den Nahkampf. Dann haben wir das Ding auch durch. So. So, ich muss mich erstmal erinnern, was wollen wir jetzt machen? Ach ja, genau, wir sind gerade in London. Genau. Das war ein Tattoo oder so, ne? Ich bin total ein bisschen gerade sehr planfrei. Nö. Schauen wir mal, was wir so haben. Ja. Stimmt, das war das Tattoo-Ding. Ich würde das gerne noch einmal probieren und danach gehen wir weiter, wenn das nicht klappt. Das hatten wir ja schon mal in der letzten Folge, die letzten 5 Minuten oder so gemacht, ne? I remember that game. Boah, der ist ja schon weggeflogen. What the fuck? Hüpf doch mal. Okay, letztendlich müssen wir dann hier hinkommen, ja? Das war ja gerade eben noch da. Okay, ich würde es nochmal probieren. Ich habe es ja diese Runde ganz gut hingekriegt. Einmal noch. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, doch von unten zu laufen und immer irgendwie den im Blick zu behalten. Probieren wir es nochmal. Es war wahrscheinlich gerade nur absolutes Glück, dass ich so weit ohne runterfallen gekommen bin. Ja. Nein, das solltest du mich nicht. Na komm schon hoch da. Hoch da!
Oh, das war knapp, Leute. Das war echt knapp. Okay, noch einmal. Das war nun wirklich knapp. Das war ich aber runtergefallen, sonst hätte ich es hingekriegt. Müsste. Da ist mein Ego denn doch angefeuert, war. Jetzt hat sowieso nichts mehr. Ach ja, seht ihr, das ist so doof. Ja, komm, lassen wir es. Ich glaube nicht, dass ich das so kriege hier, wenn ich jetzt hier so runterlaufe. Ich bin auch ganz falsch. Haha. So, machen wir das ein anderes Mal. So. Och da. Gar nicht gerettet. Ich dachte, das ist schon durch. Oh, ja. Manchmal muss man auch Schwein haben, würde ich mal sagen. So, wir müssen aber in die Richtung. Yay. Das muss wehgetan haben. Aber zieht nichts ab an Leben. So. So. A, B, C. So. Wir müssen da rüber. Hüpf doch mal rüber da. Mein Gott. Ich hasse dich manchmal, ehrlich. Manchmal bist du echt nervig. Kannst aber nicht nur da. Danke. Ach, da komme ich gar nicht rein. Ist immer gut. Hier alles zugenagelt ist, wie kommt ihr denn da rein, also? Achso, das ist hier der Schatz. Ist gar nicht da drinne. Ups, nicht gesehen. Okay. Solange wir uns benehmen, lassen die uns, glaube ich, in Ruhe. So.
Fish, it's a fish! Vorne mal noch. Konnte ich den nicht gerade wegschieben? Hallo! Ich sitze fest! Ach, die kann ich wegschieben. Kann ich das? Ja, ach, manchmal ist sie echt nervig. It's so fast. Oh, möchte ich das vielleicht doch noch? Kannst du mal loslassen und das Richtige nehmen? Boah, bei ihr kriege ich manchmal echt schlechte Laune hier. Ne, weiterziehen kann er nicht. Das ging auch, ja. Hallo! Ich sitze fest! Wo sind das? Bei Buris Eiern! Das ist übel! Geil. Die kotzt dahin. Wie geil ist das denn? So. Jetzt aber. Wir sagen, ich muss noch mehr zusammen. Hallo! Hey, das ist ja fast. Kann ich ihn ja mal zielen und werfen? Okay. Das dauert lange, bis sie wieder recovered hier. Ich dachte, ich kann es einfach noch. Ja, so, oder? Ich sitze fest. So, komm schon. Komm schon. Dahin. Komm schon. Und dahin. Hallo! Hey, little fast. Ja, armes du. Das ist nicht dein Ernst gerade, Eivor. Ehrlich. Föhn bei mir, ehrlich. Du sollst das Ding bewegen. Danke. Boah, ey, es gibt ja nicht noch mehr. Hallo! Ich sitze fest. Ich will jetzt einmal kurz kotzen. Bin ich schnell dabei. Ja, wieso kann ich das da nicht? Jetzt. Hallo! Ich sitze fest! Nervensäge. Ja, was machst du denn hier? Danke für deine Hilfe. Oh, aber zu welchem Preis? Ich danke dir trotzdem. Schatz, da ist kein Ausgang. Ah, okay, ich hätte den kürzeren Weg nehmen können. Ah ja, was soll's. So, ich weiß jetzt so ehrlich gesagt nicht. Rede mit Maximilian über die Statue. Und das ist sie. Das könnte man natürlich machen. Fluga! Fluga!
So ist er. Der Allvater ist ja hold. Folge mir. Ich will Teil zusammen des stoßen sein. Wir die Türen der Halle des Allvaters auf. Ah, den Gebäude auch. Okay. Maximilian über den Maximum beim Haupteingang des Amphitheaters in London. Rezept von zwei den Fisch nicht ausgenommen oder gesäubert mit Salz, Kräutern. Ah, okay. Muss man da hier irgendwo sehen oder was? Nee. Hier ist auf jeden Fall ein Minischatz. Der nimmt doch den Minischatz noch mit. Das neue Leder. So, ich würde sagen, das reicht mit der Untersuchung. So, ich brauche einen Schatz. Ich will jetzt ungern jetzt da rein. Ich habe keine Ahnung, wo der Minischatz ist. Irgendwie verstehe ich. Ich darf ja nicht erwischt werden. Wie gesagt, da oben. Weil ich sehe es ja noch nicht mal aufleuchten. Wisst ihr, was ich meine? Da muss es ja hier irgendwo sein. Oh, das war schon Maximilian. Wenn ich einen Riss finde, diese Statue ist so zerbrechlich wie der Rest meiner Sammlung und mehr als dieses Erdloch, das du die Stimme, das ist Shinichi Kondo. Oh, sehr. Tobias Müller, liebe ich. Ich habe einen Freund, der diesen kleinen Römer braucht, den du hast. Osbjord aus London. Ich habe eine Vermutung, wer dein Freund ist. Und nein, Osbjord bekommt so etwas Feines nicht in seine fettigen Bauernhände. Osbjord. Wie köstlich. Ja, Osbjord. Ein passender Name für einen Versager.
Wenn er sie will, kostet es ihn das Gewicht einer Kuh in Silber. Ah. Meine Sportstreifen. Ich werde das später sonst machen. Ohne diese Statue verlasse ich London nicht. Dann wirst du mit mehr Münzen zurückkehren müssen, Dänin. Maximilian muss abgelenkt und ferngehalten werden, wenn ich die Statue stehlen will. Und kostet mehr als dieses Erdloch, das du heimlässt. Okay, dann hätte ich doch die 130 zahlen sollen. Was kommt jetzt? Kommst du wieder wegen des Legionärs angekrochen? Ja. Ah, okay, jetzt ginge das nicht mehr. Okay. Na gut, Kampf zahlen das Geld, scheiß drauf. Verdammte Silber. Ja. Oh, oh, das ist. Danke. Nun, das ist doch richtig so. Du kannst den Legionär haben. Danke. Achso, ich hätte den Schlüssel so stehlen können, ohne dass er es mitbekommt. Ich verstehe. Naja, ist ja egal. Ich muss das zu Osbjörg bringen. Ja, ja. Ich glaube, einer der... Irgendwie ist in London so ein kleiner Wurm drin. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht erklären. Aber egal. Du würdest mich echt verarschen, Eva, manchmal, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst. Lässt dich fallen. Danke. Und gehst da rein. Ist das so schwer? Dann machst du die Dinger kaputt. Oh! Eine scheiß Schlange. Schätzchen, so will das nicht. Danke. Jetzt haben wir den Schlüssel. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Geheimnisvoller Schlüssel, aber wir haben den Schlüssel. So. Wir müssen doch irgendwie. Diesen Wachen entgeht nichts. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Machen wir das dann später. Dann machen wir jetzt erstmal die Hauptquest, würde ich sagen. Die Sachen können wir alle noch sammeln. Das ist alles kein Thema. Das ist aber ein Haufen, was wir noch sammeln können. Aua. So war es eigentlich nicht geplant, aber gut. Dann noch mal einmal zerschossen. Vertrauen Sie niemanden hier? Aber ist alles... Okay, ist alles Sperrgebiet. Sie dürfen nämlich nicht sehen. Okay.
35. Single N. Nein, hier ist kein Feind. Okay. Alle da hinten. Grüne Kloake. Lecker. Ja. Ja. Du bist so nervig, ey. Manchmal bist du echt nervtönend. Aua. Das Krepeltor von London. Vielleicht... Okay. Das Krepeltor von London. Ich bitte um Geduld, Leute. Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben. Hm? Hier, Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Son Goku. Wer hat dir das sagen? Ich würde gern mit ihm sprechen, wenn möglich. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Trück? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Der ist besoffen, der Typ. Oh Mann. Avgos will seinen Anteil von der Sommerernte. Scheißkerl. Hä? Was dauert so lang? Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Avgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus! Das ist ungehörig. Angel ihn raus! Hat er so einen Notstand, dass er da drauf steht, oder was? Ja, oh, geil. Sehr gut. Nein, es ist ein ruhiger Tag, ausnahmsweise. Versuch niemanden zu töten, ja? Ich zieh mir dein Gesicht als Mütze über. Pass auf dich selbst auf! Fertig. Im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Du teilst aber auch ordentlich aus. Roald, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist dein Mann. Ich bin der Greve von Londons Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name. Stowe von London. Ein stattlicher Name für einen stattlichen Mann. Ich mag Leute, die in einer Schlägerei bestehen. Um aufrecht durch London zu gehen, muss man wissen, wie man seine Fäuste schwingt. Ich habe das wirklich so gemeint. Nun... Ich weiß deine Offenheit zu würdigen. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Und wie soll ich dich nennen? Schlägerschreck?
Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist eine gute Verbündete. Können wir auch schneller gehen? Das ist also ein alter Ort. So unwirsch, wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lundenwick, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard. Und nun der furchtlose Gräbe von Lunden. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erk. Erke ist eine Weise der letzten Wikinger, die wir in Lunden niederwerfen mussten. Moment. Hier stimmt etwas nicht. Das waren gute Eisen Männer. In der Luft. Was ist geschehen? Das ist frisches Blut. Ich weiß nicht. Ich schwör's. Ich war lieb diesmal. Aber nur diesmal. Gott, nein! Nein, nein, nein! Es brauchte 3 Pfeile, ihn zu töten. Die anderen 12 waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Der hat keinen Kopf mehr. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Bürger sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Ist das Zwecks Leiche? Waren die Mörder hinter dir her? Das war ein ernsthafter Angriff. Waren sie auch hinter euch her? Das ist eine sehr gute Frage, nicht wahr? Du musst Erke sein. Lundens zweiter Gräbe. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Gräbe genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stowe war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Sie kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit ihrem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Trück war immer von seinen Männern umgeben. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor 3 Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Oh nein. Schmutzige Nachrichten von einer Dame. Nein, von mehreren. In Trücks Pult. Oh ja, der alte Mann hatte muntere Augen und Hände. Das wusste ich nicht. Ich hätte nie... Er wollte nicht, dass du es weißt. Das war sein Geheimnis. Was gefunden? Blut, um die verblassende Stadt anzustreichen? Nein. Brief an Ober, mein Hauptmann, mein Freund. Ich hoffe, dass das warme Wetter dich hier wohlig beseelt. Obwohl es in Lunden nie so kalt wird wie in Norwegen, so regnet es hier doch beinahe jeden Tag. Ich fühle mich kalt und grau, wie ein Fisch, ein weit verbreitetes Gefühl hier, wie mir scheint. Dennoch halten die Mauern stand und unsere Kammern sind gut mit Beute gefüllt.
Das Wikingerleben fehlt mir nicht. Ich habe genügend goldene Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen. Ich bin nun bereit, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen und finde Gefallen an den Mädchen der Stadt. Falls du es eines Tages leisten solltest, auf Schiffen zu schlafen oder wenn Iva sich wie eine Schlinge um deinen Hals anfühlen sollte, steht hier immer ein Thron für dich bereit. Dein Waffenbruder Türk. Was ist in der Villa geschehen? Okay, es gibt kein weiteres Ho. Bedeutet, hier muss irgendwie noch weiter. Da geht's weiter. Ich will aber nochmal mit ihm kurz sprechen. Ich werde einfach nicht schlau aus alledem. Ich verstehe das. Wie wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, während Eva die ganze Arbeit macht. Okay. So richtiges, richtigen Gespräch hat man anscheinend mit ihm nicht. So, jetzt aber. 3 Fußspurpaare führen weg. 2 durchschnittliche und ein riesiges. Das Handwerkszeug eines Baders. Scharf und präzise für saubere Schnitte. Damit wurde Trücks Kopf von seinem Hals getrennt. Ist da noch? Die 3 Punkte habe ich doch jetzt schon. Eins, zwei, drei. Ist hier noch irgendwo im 4. Punkt? Aber wenn ich rausgehe, dann sagt er wieder zurück. Weil den Punkt hier, den will er nicht. Das haben wir doch schon alles. Kriege ja meine Krise. Na gut, mein Lieben. Ich schaue gleich nochmal weiter nach. Wir sehen uns aber auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann lösen wir das Rätsel um den Mord von Türk. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, hinterlasst auch ein Abo und ein Like da. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann.